Ja, hallo liebe Freunde und willkommen wieder zurück zu The Universe. Ja. Dumm, dummer am dümmsten. So könnte ich meine Nuggets bald unbedingt bezeichnen, wenn sie so weitermachen. So, das ist alles fertig. Die brauchen das nur noch zu bauen, dann haben die hier oben auch ein Wirtshaus. Ich hoffe, dann habe ich das ungefähr raus, dass sie nicht jedes Mal Teufelssalat. Dass sie nicht jedes Mal wieder nach unten rennen. Sehr schön. Und sie kann jetzt ja hier... Oh Gott, hier wird ja nur gerattert. Gemattert. Ja, das gibt es ja wohl gar nicht mehr so. Das sieht gut aus. Das sieht auch sehr gut aus. Eigentlich bin ich soweit hier in der Ecke ganz zufrieden. Das Einzige, was ich hier auch nochmal hinlegen werde, das ist wirklich auch nochmal vielleicht... doch ein bisschen wichtig, finde ich persönlich, wäre hier noch mal ein Lager zu bauen. Ich glaube, das hat schon seine Vorteile, wenn die sich hier noch bitte noch mal ein Lager hinrichten würden. So, ich glaube, das hat schon seine Vorteile, wenn die hier noch mal ein Lager bauen, könnten wir dessen schon ganz zufrieden sein. So, die können eigentlich aus dem Brunnen trinken, warum auch immer das jetzt erst geht. So, Bildung ist eigentlich auch gleich fertig. Ich freue mich schon. Endlich mal ein bisschen Bildung. So, Autosave kommt. Wundert euch nicht, deswegen hat es ganz kurz geruckelt. Ich lasse es nochmal ein bisschen regnen hier. Bildung ist abgeschlossen. Ja, sehr schön. So, Bildung durch. Das heißt, wir können auch hier das hier weiter erforschen. Wasserstudie weiter erforschen, weil irgendwie wird mir gerade Wasser hier ein bisschen weit. Ja, also meiner Meinung nach muss das weiter erforschen. Kultur. Ach, Mord und Totschlag auf ein Minimum zu reduzieren. Okay, das sollten wir auch mal im Auge behalten. Wäre vielleicht wirklich mal ganz gut, wenn die es nicht gerade mit Axt und Beil umbringen werden, ne? So, Friedhof. Klon-Center. Eine Schule. Eine Schule ist absolut notwendig. Die Nuggets müssen zur Schule. Sie sind dümmer als ein Stockfeldweg. Also geht's ab zur Schule. Ein A und ein O. Schule ist so wichtig, oh. Für die Nuggets definitiv. Wenigstens A, B, C sollten sie sprechen können. Oh. Dafür sollten wir erstmal Bretter bauen. Haben wir schon Anlagen, die wir bauen können? Ich glaube noch nicht, ne? Doch! Eine Stein- und eine Holzfabrik. Ah, sehr schön. Danach können wir auch eigentlich eine Schule bauen. Stein- und Holzraffinerie. Ich würde sagen, die Holzraffinerie... Ich weiß nicht, ob es irgendwie notwendig ist, dass ich sowas blöd aufteile, aber... baue ich erstmal nach hier oben und ich werde zusehen, dass die beschleunigt wird. Die ist sowas von dermaßen notwendig. Naja gut, sie fällen hier schon wie blöd. Wie viel brauchen wir da? Oh, das sind auch wieder Ressourcen, gehen da wieder weg. Aber sehr wichtig. Daraus bauen wir dann... Ziegel und Bretter. Genau. Und ihr müsst ein bisschen aufpassen, weil ich bin gerade auch dafür dabei, dass so ein bisschen Abrodung ziemlich durchknallt hier bei den Nuggets. So, ich nehme mal einen Stein mit. Haben die denn keine Vorräte angelegt? Ach, die Holzklöpfe können das eigentlich auch selber alles machen. Auch nicht unbedingt jedes Mal dabei stehen. Wie sieht es mit dem Glauben aus? Auch nicht mehr so gut. Warum glauben nur noch so wenig Leute an mich? Was ist los? Die glaubt nicht an mich. Zeig sie mir mal. Warum glaubst du nicht an mich?
Ja. Glaubst du jetzt an mich? Na? Willst du immer noch sagen, du glaubst nicht an mich? Der glaubt... Okay. Telekinese hat dich gerade nicht so beeindruckt, oder? Was hältst du vom Blitz? Sieht gut aus. Das macht hier sehr gut, kleine Nuggets. Yep, sehr schön. Oh, was ist denn da passiert? Ach, da ist ja jemand gestorben. Ach so, Mist aber auch. Oh. Mensch, Status tot. Wie kann das nur passiert sein? Oh, Mensch. Immer diese Gewitter. Also, die sind heutzutage echt gefährlich. Lasst euch das gesagt sein. Gewitter können gefährlich werden. So, haben wir damit auch mal abgeschlossen. Also, ja, wer glaubt jetzt noch nicht an mich? Gibt es da einige Patienten von euch, die noch nicht... Ich komme mal eben ganz kurz rüber, ne? So, warum glaubst du nicht an mich? Könnte ein bisschen ernst werden, wenn ich jetzt anfangen würde hier... Ich werde mal... Er hat einen gebrochenen Fuß. Oder? I bet they've never felt so good. Nor ever will they again. I was just about to compliment you on your fantastic new ice sculptures. But then immer noch I realized those were just frozen nuggets. Hm. Okay. Dann, Meteoranschlag? Hm. Entfessel Armageddon. Wenn ich wirklich schlechte Laune habe, gibt's hier ein Armageddon, ja? So. Findest du das nicht ein bisschen merkwürdig? Was ist denn hier los? Braucht Ressourcen. Müssen wir uns gleich mal drum... Was für Ressourcen? So. Titel. Freigabe durch Text davon versenden. Beginne ein paar persönliche Beleidigungen. Unsicher bemerken. Okay. Was muss ich denn machen? Beeinflusse ihre Entscheidung. City of X braucht Ressourcen. Also wir können sagen, dass wir ihre, dass sie ein paar Ressourcen abgeben muss. Sehr schön. Die Holzraffinerie steht schon mal. Da können doch schon mal ein paar Menschen mal arbeiten gehen. Sehr gut. So. Wohnung droht einzustürzen. Wo ist die Wohnung bitte? Ja, 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 ja. Vielleicht hast du Glück und ich kann mich noch drum kümmern. So, mal wieder drei Kandidaten sind noch ausgewählt. Geht nach Hause. Ingenieur. Hm. Kein Männer.
Echt schlecht für dich gelaufen. So, das Recht auf Waffen lassen wir schon mal gleich raus. Wir beeinflussen wieder hiermit. Und wir brauchen langsam ein bisschen mehr Glauben hier. Vielleicht sollten wir noch eine zweite Kirche bauen. Können wir das? Ah ne, wir können keinen Tempel selber bauen, ne? Das geht nicht. Das dürfen wir nicht. Dafür brauchen wir nötige Ressourcen. Eine Jagdhütte haben wir auch schon. Eine Steinraffinerie. Das wäre noch höchstens was vier für die Ecke. Hier persönlich gibt es auch ziemlich viel Stein. Da hinten ist ein Upgrade verfügbar. Ich weiß zwar nicht, was das... Ach, die Fischerei ist das, ne? Dafür brauchen wir aber erst Holz und Dings. Und das müssen wir erstmal alles bauen. Dann können wir damit anfangen, das zu verbessern. So, wie sieht's hier aus? Ist mir egal, wir beeinflussen das ein bisschen mehr. Dann können wir die restlichen 5 auch noch. Also wird der Vorschlag definitiv akzeptiert. Beziehungen sind aggressiv. Okay. Könnte passieren, dass hier vielleicht auch noch Kriegszustand ausbricht. Ich kann mir schon denken, dass es da andere Fraktionen geben wird. Aber wo ist die Fraktion? Das würde mich mal interessieren. City of Axt. Okay, guten alten Nordmänner hier, wa? Wenn ihr gerade mal dabei seid, könnt ihr mir hier nochmal zur Sicherheit... Ich würde das gar nicht mal so schlecht finden, wenn ihr mir aus Sicherheitsgründen vielleicht nochmal so ein Ding bauen würdet. Weil ich keine Ahnung habe, ob hier demnächst auch mal ein Wolf lang gestiefelt kommen könnte oder so. Bin mir dessen ein bisschen unsicher, deswegen bauen wir hier mal was hin. So, hier können natürlich alles mehr geupgradet werden und geupgradet werden, aber mir fehlen die nötigen Ressourcen dazu. Und eventuell wäre es auch ganz schlau, wenn wir hier mal anfangen würden. Aus 2 Holz machen die Bretter. 21 Sekunden brauchen die dafür. Schnell eigentlich. Oh, I see you've made more research progress. You're not too bad at this after all, Creator. Große Muckis. Ein Hauch von Licht. Oh, die Bewegung erhöht sich. Das ist nicht schlecht. Haben die schon fast alles abgeschlossen dabei? Bestattungspraktiken sind definitiv danach. Mathematik, verstärkter Bunker. Ich würde Kultur danach noch mit reinnehmen wollen. Abgekochtes Wasser und Gruppenmahlzeiten. Also das ist, was sie auf alle Fälle machen sollten. Fragezeichen ist, kommen wir überhaupt so weit? Naja, abwarten. So. Haben wir mich angefangen zu glauben? Mein Glauben geht immer weiter zurück. Oh nein! Mr. April TV ist leider verstorben. Leider Gottes ist er tot. Und wie es dann hier bald weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal hier bei The Universe. Also bis denn!